Ja, klar, ist ja Werbung zu machen. Welche Firma? Ja, was denn für Küchen könntest du denn empfehlen? Ja? Naja, auf jeden Fall jetzt direkt zum Gameplay hier. Es geht los, Daisy gegen Incineroar. So, das Erste, was mir jetzt einfällt, ist, dass Incineroar auf jeden Fall ganz gut auf diese Turnips klarkommt durch den Counter. Das heißt, du kannst dich einfach mindlessly die Sachen mit Spam. Da geht's auch schon direkt los. Die Frage ist halt dann bloß, was er rausbekommt. Das ist aber auch ganz gut mit diesem, je nachdem wie weit weg du bist, kannst du natürlich nicht darauf reagieren, ob es schmeißen wird oder nicht. Deswegen ist es dann, du bekommst mehr so ein 50-50, schmeißt es jetzt oder nicht, geht es für den Grab, wird sie was anderes stattdessen machen. Also da sehen wir schon mal die ersten paar Sachen, die man jetzt, auf die man sich entscheiden muss, wie man das Matchup hier vorangeht. Diese Falling Forder sind einfach nur so schnell. Ist auch einfach, dass Hitbox so lange draußen bleibt. Das ist nicht nur ganz am Spitze, zack, ein Frame, sondern ne, kannst du mit ruhig landen und dann nochmal Stage Control garantieren. Ja. Was für uns noch wichtig ist, erst sehr langsam. Das war geil. Dass er seinen Jump aufgehoben hat. Oh, jetzt wird es ein Kill sein. Ja. Yeah. Natürlich. Clothesline from Hell, viel zu stark. Schön. Kleinen Confirms machen den Damage. Beide spacen sehr gut. Gerade auch mit dem Down-to-Tier extrem gut gespaced. Schickt die Forward Tilt noch raus. Oh, und dann kommt der nächste Hit. Edge-Konstellation, wie wir jetzt aussehen. Schon gemacht, aber. Zeuger kommt raus. Jetzt kommt die zweite Side B. 78. 79 schon. Ist nicht vielleicht ganz schlimm, aber für den Zimmer sind das schon Kills. Sind gerade mit Rage. Muss man sich jetzt aber keine Gedanken darüber machen wegen dem Rage, denn der ist jetzt gone. Two-Stocks Beach. Wow! Das war sehr gut. Schön durchgeslappt. Das ist hier mein kleiner, Space. Kleiner taktischer T-Bug. So, aber mit dem Rage hier drauf. Diese ganzen Hater. Werdet mich davon abhalten zu kommentieren. Genau. Oh, schade, nicht ganz. Hat's gereicht, aber. Die Frage ist jetzt, wie Melodium sich dafür entscheiden wird, den Stock zu nehmen. Wie es am besten angeht. Weil Syndra ist jetzt an dir dran. Du möchtest erstmal normalerweise ein bisschen Platz schaffen zwischen dir und Syndra. Das ist eine richtige Miete jetzt, die auf dich zukommt. Aber Peach hat nicht wirklich, Daisy hat nicht wirklich diese Option. Ich soll nur gucken, dass vielleicht mit Moves einfach rausspammt, Backer und sowas, dass er den einfach so killen kann. Einfach sagen, ja, Incineroar, du musst mich respektieren. Aber das sieht hier schon ein bisschen schwierig aus. Da kommt der nächste Side, wie die trifft. Und das ist leider das Lock. Kleiner SD, was darf ich eintragen? 2-0. Ja, ich mach noch Commentary zu Ende und dann bin ich bei dir drüben. So, die Mainz geht damit dann an Tolga. Stabil gespielt auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir erstmal noch. Warum ist mir die Controller nicht gestimmt? Oh no! Also, hat man ohne Grab gespielt? Sie hat ohne Grab gespielt! Wow. Oh nein! Das war nicht so in seiner Final Form. Oh nein! Oh nein! Okay. Ja, hätte man das vielleicht am Anfang noch so erwähnt, dann hätte man vielleicht noch drauf klarkommen können. Können. Ja, das am Anfang, merkt man ja wo man noch sagt, okay, ich kann nicht graben. Moment. Technische Probleme mit der Kamera. Aber jetzt ist das erste Game schon vorbei und deswegen wird es natürlich auch zählen. So schade wie es ist natürlich. Ja, mach Buttonchecks, irgendwas. Ist selbst sobald der erste Stock noch nicht gefallen ist, dass du mal sagst, ey, ich kann nicht graben. Okay, wir starten kurz neu. Es ist ja kein richtiges Tournament-Setting hier. Wir sind alle beim Brexit, wollen Spaß haben. Ja, Mann. Wie sieht's aus mit der Kamera? Kamera stabil. Ja, aber. Yes. Das ist ja, das Kabel ist im Weg, glaube ich, ein bisschen. Ah ja, das. Ja. Okay. Ich hau weg. Unser Techniker Tolga zur Stelle. Wow, dass er gar nichts gesagt hat.
So, Melodium jetzt mit dem Counterpick-Option. Das heißt, okay, das erste Game hat vielleicht nicht so ganz geklappt. Vielleicht bin ich jetzt eine Stage, die mir persönlich besser gefällt, die dem Matchup vielleicht besser ist. Was darf ich eintragen, Mr. Freezer? Well hat natürlich gewonnen. Oh. 2-0. Also spielen wir gegeneinander. Ja. Spielen wir gegeneinander. Sieht so aus. Ja, du so auch. Hä? Du spielst gegen den Loser von Fnatic Bro oder Wilhelm. Ah, gegen Fnatic Bro oder Wilhelm. Genau. Achso, du musst noch erstmal gewinnen. So, also, Game Nummer 2. Wir sind jetzt auf Final Destination. Das heißt, keine Plattform, um irgendwie drumherum zu spielen, sondern einfach nur pure Stage. Das ist für Daisy auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, da sie einfach mit Turnips schmeißen kann, ohne dass sie Gedanken machen muss, dass jemand mit der Plattform darüber springt. Und für Incineroar ein bisschen schwieriger, weil er ist sehr langsam. Und wenn jetzt jemand auf die andere Stage schmeißt, muss er erstmal dahin laufen und das nimmt halt nun mal. Jetzt konnte sie vorhin ohne Grab auch Spot dodgen? Ja. Ja. Das mit der Fuck. Sie hat ja nicht mal schlecht gespielt. Das ist es ja. Und das ohne Grab. Ja, genau. Also das müssen wir machen. Jetzt muss man natürlich auch überlegen. Ja, sie hat jetzt einen Grab. Ja, ja klar, genau, so da sehen wir das. Davor, aber vorhin hat sie doch gegrabt. Davor, ja, aber Shield Grab einfach. Wenn du Shield und A drückst, dann kannst du ja Shield Grab. Aber sie konnte nicht Run-Up Grab machen oder so. Das ist da war ein Stitch Face. Yeah. Nicht ganz zu schaden, aber das Shield ist jetzt low. Mit Cinderor neigt das zu viel Damage zu machen. Wie man hier auch sieht in dem Trade. Der nimmt natürlich jeden Trade erst. Sehr bulky gebaut, überlebt auch noch diese Ford, er schon bei 130 an der Ledge dann schon fast. Ja, die Shield gedroppt und das ist der Kill. Das ist jetzt dead even, beide zwei Stocks. Mhm. Ja, dieser Neutral kommt so schnell raus. Ja, und auch mit dem Invincibility ein bisschen, sieht man immer, wenn es ein bisschen weiß blinkt, sag ich mal, weiß nicht blinkt. Jetzt kommen aber die ersten Kombos. Hätte er das gecountert. Ich habe mir ganz vergessen, dass Brexit die Switch manipuliert hat, um sonst die Pop-Bombs zu kriegen. Vielleicht kommen andere Daisy-Speed-Spieler nicht so ganz drauf klar, aber Brexit hat sich ja schon dran gewöhnt. Wir sind gerade im Round 1. Genau, das ist jetzt noch... Ne, das ist jetzt Losers, ne? Ne. Doch, hey, wir sind jetzt schon Losers Round 1. Also der Verlierer wird von dem Turnier eliminiert. Bis jetzt, das jetzt hat sich ja nicht so gut an. Ja, Melonium hat sich auf jeden Fall einen schönen saftigen Lead geholt hier, 100% mehr. Aber oh, das ist Incineroar natürlich kackegal. Dem interessiert das nicht. Der macht sich einen Spike. Und der Stock ist gar nicht schön. Jetzt mit der Back ausgeglichen. Hey, wieder der Diesen. Wieder der Diesen. Ja, auf geht's. Spannendes Match auf jeden Fall. Grab poppt dich ganz durch, das wäre huge gewesen. Das hat, er konnte ja so viel damit machen, mit diesen ganzen Counters gegen Abby. Oh, das ist ein Sweet Spot! Dann ist er auf 82%. Schön. Oh! Peach ein bisschen zu floaty, dass das trifft. Ja. Daisy meine ich. Das ist eh besser, sehr Charakter. Oh, und sie pariert das. Schön nochmal. Schön geparried, aber leider kein Punish, weil der Move ist ein bisschen schwierig zu dir. Auch wenn sie davor sich einfach durchslappen konnte. Jetzt mal mit dem Grab, den sie davor nie hat. Und der hat dann ein bisschen mehr Killpower. Schön, was für ein Punch sehen wir? Backthrow. Stage Control, let's go. Edge Guard. Reicht das? Das ist vielleicht nicht ganz. Schönes Side-B. Das wird ihm richtig helfen. Fast mit dem Edge Shot. No, es reicht nicht. Es reicht nicht ganz. Aber ganz stark gespielt von beiden hier. Ein extrem closes Match. Ein extrem großes Vielleicht Match. Waren das die Wünsche vom Lieblingsküchenfachberater. Yeah. Hat wirklich was gebracht. Kann man dann ganz sich an das bedanken.